Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch ein Gehäuse vorstellen, in dem man eine Festplatte einbauen kann. Und zwar ist das ein Gehäuse für eine 2,5 Zoll EDE Festplatte, also PATA zu USB 2. Diese Gehäuse gibt es natürlich auch mit USB auf SATA. Aber in meinem Fall benötige ich PATA. Hier steht nochmal, mit welchem Betriebssystem das Ganze kompatibel ist. Mit Windows XP natürlich, mit Windows Vista, mit Windows 7, mit Windows 8. Windows 10 steht zwar hier nicht drauf, sollte aber auch ohne Probleme funktionieren. Mit Mac kompatibel und auch mit Linux kompatibel. Und das ist natürlich auch noch eine Sache der Formatierung der Festplatte. NTFS kann zum Beispiel Apple, glaube ich, nur lesen, aber nicht beschreiben. Oder ich verwechsel das gerade mit dem Raspberry Pi irgendwie. So, naja. Hier kann man nochmal sehen, was mitgeliefert wird. Ein USB-Y-Kabel, ein Schraubendreher mit zwei Schrauben, eine Ledertasche oder so eine Kunstledertasche. Was haben wir hier denn noch? Okay, das kann ich anscheinend nicht lesen. Auch nicht schlecht. Gucken wir mal die technischen Daten. Intern ist eine IDE 44-Pin-Buchse und extern ist eine Mini-USB-2-Buchse. Und die Festplatte darf bis zu 9,5 mm hoch sein. Packungsinhalt, das externe Gehäuse, ein USB-2-Kabel, eine Tasche, der Schraubendreher, Schrauben und eine Bedienungsanleitung natürlich auch. Zeige ich euch mal, welche Festplatte ich denn da einbauen möchte. Das ist nämlich diese hier. Naja, die hat... Was hat die hier? Die hat 60 GB mit PATA-Anschluss. Die habe ich aus einem alten PC mal ausgebaut, den ich mir wollte so richtig. Aber die Festplatte, die läuft. Naja gut, 60 GB ist natürlich nicht sehr viel, aber ich habe gemerkt, dass ich hier des Öfteren mal Daten drauf speichere. Und warum nutze ich das dann nicht als externe Festplatte? Ganz einfach für, besondere Dateien halt, sag ich mal. Aber wo es nicht so schlimm ist, dass sie weg können. Die Festplatte wird mit 5 Volt und 500 mA versorgt. So. Also sollte sie, denke ich mal, auch an einen USB-2-Anschluss anlaufen können. Gut, dann ist hier die Anleitung. Dann ist hier das Gehäuse, das ist hier schon auf. So. So sieht es aus von D-Lock halt, ja. Hier ist der interne Anschluss. Kann man jetzt auch nicht genau erkennen, wie rum da die Festplatte drauf muss. Müsste man dann mal gucken. Da ist die Mini-USB-Buchse. Das Gehäuse ist aus Aluminium, fühlt sich auch ganz gut an. So, das USB-2-Kabel ist dabei, dieses Y-Kabel halt. Dann haben wir noch die beiden kleinen Schrauben. Dann haben wir hier den Schraubendreher. Und dann haben wir hier diese, Kunstledertasche. Ja, ist halt interessant, dass das mitgeliefert wird. So als kleiner Schutz nochmal.
zeige ich euch, wie man diese Festplatte jetzt hier einbaut. Schön reindrücken, so. Und wo sind die beiden Schrauben? Bei denen muss man vorsichtig sein, die sind sehr klein. Ja. Na, jetzt ist es schon passiert. Ich schraube das kurz fest. Darf man nicht zu häufig hier aufschrauben und zuschrauben? Das sind selbst schneidende Metallschrauben in Plastik. Kann natürlich auch schnell kaputt gehen. Hier ist noch eine Aktivitäts-LED, so wie es ausschaut. Eine Zweifach-LED ist das hier sogar. Gut. Gucken wir uns das Kabel mal eben an. Gut. Ja, lang ist es so einigermaßen. Nichts Besonderes. Und hier auf der anderen Seite, da sind die beiden USB-Anschlüsse. Der hier ist für Strom und Daten. Und dieser hier ist zusätzlich noch mal für Strom. Wenn die Festplatte nämlich sehr stromhungrig ist und nicht richtig anlaufen möchte, das merkt man daran, dass die Festplatte klackert. Das macht so ein Klackgeräusch. Das werdet ihr schon hören. Dann bekommt die Festplatte eben nicht genug Strom. Und da muss dieser zweite hier noch zusätzlich eingesteckt werden. Oder ihr steckt am besten gleich beide zusammen in den Computer. Dann kann nichts schief gehen. Und der hier, der wird jetzt hier auf die Seite angeschlossen. So. Da will ich die mal eben austesten, wie die funktioniert. Gut. Und hier ist noch die Tasche, da kann man sie nämlich reinpacken. So. Ich messe hier gerade die 60 GB PATA-Festplatte. Das ist der Verbrauch im Leerlauf, 0,18 Ampere, knapp 1 Watt. Und jetzt kopiere ich was auf die Festplatte. Mal sehen, wie viel Strom sie dann beim Schreiben zieht. Es werden jetzt Videodateien mit einer Größe von 1,66 GB gesamt kopiert. Und man sieht, die Festplatte zieht mehr als 500 mA teilweise. Na, so 2,7 Watt. Das ist mehr als die USB 2 Spezifikation erlaubt. Aus USB 2 Buchsen kann man ja maximal 500 mA herausziehen. Da ich die Festplatte hier aber an USB 3 angeschlossen habe und USB 3 erlaubt 900 mA maximal, bricht der Kopiervorgang jetzt hier auch nicht ab. Also hier habe ich das offene Ende. Also an einen USB-2-Port müsste man dann den zweiten USB-Stecker wohl auch noch in eine weitere USB-Buchse stecken. Die Schreibrate liegt bei 22 Megabyte im Schnitt. Das ist für USB-2-Verhältnisse und eine PATA-Festplatte ziemlich gut, würde ich mal so sagen. Und jetzt der umgekehrte Weg. Ich verschiebe die Videodateien wieder auf meine SSD im PC.
Und die Schreibrate, die liegt bei ca. 25 Megabyte jetzt. Und auch wieder über 500 mAh, also schon fast 2,8 Watt, ja, teilweise. Bei 5,14 Volt. Also diese Festplatte, das ist schon eine stromhungrige. Naja gut, das ist auch eine PRTR-Festplatte, die sind natürlich auch schon älter. Das ist ja klar, dass die halt stromhungriger ist als aktuellere Festplatten. Mit der Zeit wurden die dann halt auch etwas effizienter, das ist natürlich klar.